Masken hier drüben. Zur Alhambra dort entlang. Unflüssiger. Ross. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Ihr habt gerade was gesehen, Maxwell Ross. Wir sind in diesem Kapitel beim Finale, zumindest in diesem Kapitel. Ich habe so die eine oder andere vielleicht noch einen Tod übersprungen oder so, habe ich rausgeschnitten. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher, wo ich dran war. So, wir wollten gerade eine Kutsche klauen, die wir doch nicht geklaut haben. So, 109 Meter, okay, das war gerade eben. Ich laufe, ich renne und ich komme zum Haus. So, wir müssen in das Theater eindringen. Und wir haben natürlich außerordentlich schöne Gelegenheiten. Und wir werden wohl jetzt versuchen müssen, in das Ding reinzukommen. Irgendwie, mit ganz vielen Wachen. Das wird ein Riesenspaß, nicht? Okay, überlegen wir mal, wie wir da am besten reinkommen. Also wir haben da eine Gelegenheit, eine junge Dame. Und alle im 9er Level und wir haben Level 7. Geil. Wir kriegen das bestimmt super hin. Supi dupi. Okay. Ja, genau. Wir schlagen einfach mal das Pferd. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kommen wir so endlich mal ein bisschen weiter. Ja, wir werfen das einfach auf Zivilisten. Das ist auch eine coole Idee. Suchen wir einfach nach einer guten Gelegenheit. Den könnte man erwischen. Türen öffnen sich in Kurze. Einen kleinen Moment bitte, meine Damen und Herren. So. Wie kommen wir da jetzt am besten rein? Okay. Mann, die Vergangenheitssache hat es echt null drauf. Ich weiß nicht, was sie tun soll, wie sie anfangen soll. Kommt doch nicht auf irgendeine Idee. Er ist nur für Maskierte. Okay, was haben wir denn da? Platzanweiser, Vorteil. Okay, toll. Eine Maske von Bosswachen plündern. Gehen wir doch mal plündern. Okay, gehen wir jetzt nach oben. Oh. Und tot! Tot ist sie. Oh oh, ich sterbe doch ganz sicher. Hier, nimm das! Ausweichen! Ja! Ah, 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 drücken! Ja, und ausweichen! Ausweichen! Ja, genau so macht man das. Und, Moment, ausweichen! Ausweichen! Oh nein, Mann! Und, wow, geile Scheiße! Wir haben es geschafft! Okay. Okay, eine Maske haben wir. Und die sieht ziemlich hässlich aus. Es geht die Party bei uns zu bleiben. Aber warum nicht? Wenn es uns gerade so sagt, gehen wir einfach doch übers Dach. Ich denke, wir gehen jetzt übers Dach. Oder? Ja, wir gehen übers Dach. Okay, dann habe ich einige Tode übersprungen. Hihi, nicht böse nehmen, nicht schlagen. Bitte nicht. Danke. Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, so. In der Alhambra Music Hall. Wir führen heute und nur heute Nacht eine ganz besondere Interpretation von Korus, was auch immer das heißt. Der Schwindler. Ross ist ein Schwindler, wie ich finde. Ein echter, richtiger, böser Schwindler ist er. Das könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Er ist richtig mieser Schwindler. Geht dem Andenken und dem Verdienst eines jungen Mannes, der einen festen Platz in meinem Herzen hat. Mich sieht keiner. Ich bin nicht hier. Ich tu nicht mal eben hier rum. Rumdingsen und hier rum. Dings, ihr wisst schon, was ich meine. Diese Show widme ich dir. Ich liebe diesen Adlerblick. Das ist das beste demantische Spiel. Ich weiß, wo meine Feinde sind. Eigentlich ganz gut. Vielleicht sollte man sowas in Rainbow Six haben.
Obwohl, da hat man die Camps. Das stimmt wohl. Oh, Entschuldigung, Madame. Ich wollte sie nicht schlagen. Ich meine, anstößig sein, wollte ich gerade sagen. Ich meine, hier anstoßen. Dass sie nicht mal ausflippen. Ey, was soll das denn? Aber egal. So, der läuft weg. Nee, er geht weg. Er läuft ja nicht weg. Sieht so, als würde er jetzt wegrennen und uns über alles hassen. Wir müssen jetzt eins nach oben, ne? Ja, müssen wir. Das ist auf jeden Fall über uns. Der Pfeil zeigt nach oben. Schöner Pfeil. Jetzt zeigt er nach links oben. Ich glaube, ich suche ihn gerade. So, erstmal eine Treppe finden. Oder sowas. Oder irgendwie nach oben kommen. Das wär vielleicht eine sehr nette Idee. Meinerseits. Da haben wir doch zwei Freunde. Ich liebe Wurfmesser. Ich stehe auf Wurfmesser. Mitten ins Gesicht, ins Auge, meine lieben Freunde. Und da haben wir auch schon eine Treppe. So, wir können uns eigentlich gerade relativ gut frei bewegen. Vermute ich nur, bis die Überraschung kommt. Ja, warum nicht? Auf dem Geländer laufen, wie Kinder das nun mal so machen. Jacob ist ja noch ein Kind. So, hinterm Baum verstecken. Das ist die beste Sache der Welt. Also das beste Versteck meine ich jetzt. Und habe ich nichts mit zu tun. Und da hinten ist auch schon der Aussichtspunkt. Ich sehe ihn schon. Da drüben. Da. Ja, genau da. Ich bediene Sie heute Abend, Gentlemen. Du noch hier, Liebes? Beim letzten Mal hast du uns doch fast vergiftet. Fast vergiftet. Zähne 2 bereit. Und dann zeigt uns gerade, glaube ich, einen kleinen Weg. Lass mich raus! Ich muss den Steg für die Show runterlassen. Hat er die Show gekapert oder warum hat der sie dann hier eingesperrt? Maschinist schaltet einen Sekundentakt frei. Der Maschinist steuert die Stege über der Bühne. Strategie: Maschinist befreien, damit er den Steg senkt. Auch eine nette Idee, jemanden zu töten. Die trinken zu der Zeit Ginger Ale. Wir haben einen Freiwilligen. Einen aufmunternden Applaus für diesen sehr mutigen Mann. Ah, töte ihn, Mann, warum machen wir... Sterben, Jacob. Sie haben gleich das Glück mitzuerleben, wie dieser Gentleman beschossen wird, und zwar aus kürzester Distanz. Mann, er steht doch da, er steht gerade still. Wird auf mehrere Ziele rund um seinen Kopf herumschießen. So, Nummer 1 ist tot. Wenn das nicht Roth war. Nicht wahr. So, und wir sollten einen mit einer Fernwaffe töten, das haben wir gemacht. Weiß ich noch nicht, ob ich unverletzt bleibe. Das ist so eine Sache, die ist ganz schwierig. Wir Briten sind ein zäher Haufen. Stellen wir diese Zähigkeit auf die Probe. War da nicht eben ein paar? Ich würde es nicht hier haben wollten. Haben wir zwei? Da haben wir einen Maxwell Worth. Und die könnten wir von hier aus töten. Warum tötest du ihn denn nicht? Okay. Noch ein Stück weiter weg. Und Nummer 2 ist tot. Wo ist er? Die Suche verschlingt dich. Das Credo vergessen. Das Credo? Die Beute vor Augen. Die Zähne ist der nächste. Gespitzt. Und ich renne natürlich viel zu gerne. Wahrscheinlich verstecken wir uns jetzt wieder in der Pflanze, um den da zu töten, um an den anderen ranzukommen.
Oder wir schleichen uns einfach dran vorbei. Schön, dass die zwei gleich auf unserer Höhe waren. Das Aroma ist beim zweiten Mal noch kräftiger. So, und jetzt haben wir nur noch einen. Ich hätte das gedacht. Zum Selbstzweck als zur Notwendigkeit. Wir verstecken uns echt ein bisschen. Ich dachte, ich hätte mehr getötet. Die Vergangenheit sah Rat wohl doch weniger getötet, als ich dachte. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal nach unten. Denke ich, kann sein, dass die Vergangenheitssache mal nach unten nach oben geht. Aber es geht nur nach unten. Das ist sehr gut. Es ist Strand, nicht erobert. Und da stehen auch schon zwei Kavaliere. Das sind echt schöne Kleider, die tragen. Ich stehe auf diese Zeit von London. Und diese ganzen Kleider und mit diesen ganzen großen Reifrücken finde ich immer super. Stehe ich total drauf. Aber wir gehen einfach an ihn vorbei. Und wieder nach oben. Ich mache echt Scheiße. Ich will nicht nach oben. Ich will nicht. Ich will wieder nach unten. Aber man hat es anders entschieden. Ja, so ist das nun mal. Wir müssen hinter die Bühne. Sie lachen, Ladies and Gentlemen, aber ich versichere Ihnen, dass es wahr ist. Da läuft einer vor denen runter. Zweifellos können Sie erraten, was gerade in seinem Kopf vorgeht. Da stehen zwei von denen rum. Wie kommen wir denn am besten nach da unten? Wir springen einfach, ja. Wir springen einfach. Das ist eine tolle Idee. Ja, ich hasse auch diese gottverdammte Arbeit. Ich weiß doch nicht, von welcher du redest, aber das ist okay. Das verstehe ich total. Unser Artist zielt sicher sein Messer auf den Apfel und zerteilt ihn damit. Schafft er es oder schafft er es nicht? Ganz schnell weg von denen. Ich muss sagen, das habe ich sehr taktisch gelöst. Ausnahmsweise mal. Ohne mal groß erwischt zu werden. Ja, und schon taktisch dadurch. Normalerweise bin ich nie so geduldig. Normalerweise gehe ich immer gerne frei Schnauze einfach rein. Ihr kennt mich und dann verrecke ich immer. Immer. Obwohl Assassin's Creed ja eher so ein taktisches Spiel ist. Ich glaube, ich habe gehofft, dass ich da irgendwie eine Tür finde, dass ich irgendwie von da aus in die Bühne komme, aber... Ja, macht doch einfach zwischen den Leuten einfach eine Turnübung. Und ich glaube, da war ich einfach mal zu doof, um B zu drücken. Oder durch die Tür komme ich nach hinten. Sieht so aus. Den hole ich mir so. Na, damit haben wir nicht gerechnet. Wie aufregend es ist, wenn uns das Leben überrascht. Aber ich bin noch längst nicht fertig. Bleiben Sie, wo Sie sind. Die Aufführung wird in Kürze fortgesetzt. Du ziehst die Tragödie der Komödie vor. Ich wusste, dass du guten Geschmack hast. Ja, doch, ich möchte ja nicht sagen, aber das ist ziemlich gefährlich, was du da machst. Oh ja, das war eine schöne Animation. Oh, ich habe sogar ein Wurfmesser gekriegt. Und was war das denn? Zeig dich! Ich hoffe, Sie haben den Abend bisher genossen, Ladies and Gentlemen. Ich jedenfalls habe das. Vor unserem letzten Akt möchte ich auf die mutigen Menschen anstoßen, die mit Feuer und Flamme das Leben zelebrieren. Und den Tod. Also los! Zelebriert! Alter, die setzen das in Flammen. Du bist am Zug, Jacob, mein Bester.
Brenn! 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 Uiuiuiuiui. Na, tolle Scheiße. Was will der denn hier? Alter Schwede, was für eine Animation! Alter, das war geil. Das war richtig nice. Das war nice. Wie Maxwell Ross gestorben ist. Mein Lieber, was für eine Nacht. Der Stoff für Legenden. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das alles. Was denn? Ein Krähenküken zwischen zwei Fingern zu zerquetschen, die zu zerstückeln, die du unschuldig nennst? Den göttlichen Wahnsinn der Welt zu bewahren? Aus demselben Grund, aus dem ich alles tue. Ihhh. Hat ihn alle geküsst? Warum nicht? Ihhh, die haben sich geküsst. Oh. Aber habe ich richtig gut getötet, Mann. Da muss ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Ich weiß, selbst ob es stinkt, aber ist mir egal. Hauptsache, ich habe es getan. Nein, es brennt. Alter, wo komme ich denn jetzt hier raus? Oh Gott. Ja, lauf gegen die Leiche oder was auch immer das war. Oh ja. Was für ein Alter. Da komme ich auch nicht wieder hoch. Oder so. Und da oben ist auch ein Ausgang. Wenn er nicht schon wieder zu ist, er ist zu. Oh Mann. Eine richtige Schweinerei, eine richtig böse Schweinerei. Alter, und zu! Oh nein, und dann sollen wir im Feuer noch gegen die kämpfen. Warum sind die denn immer noch hier? Okay, ich laufe einfach weg. Weglaufen ist die beste Medizin. Nein. Eindeutig nicht. Wir kommen nicht lebend raus. Wir verbrennen nur. Wir brennen. Ein brennender Jacob. Eine neue brennende Folge. Entschuldigung, da bin ich gerade gegen den Tisch gekommen. Eine neue, wundervolle, brennende Folge. Es ist alles total brennend. So, vielleicht komme ich über die Treppe. Gott. Alles komplett verklebt. Der müsste eigentlich schon längst bewusstlos sein mit dem ganzen Rauch. Und dann gehen wir einfach nochmal nach oben und die andere Treppe. Ja, ich weiß, eine verfluchte Schweinerei. Ich weiß, ich weiß. Und dann gehen wir einfach, dann springen wir einfach runter und dann gehen wir da durch die Tür. Ganz einfache Sache. So macht man das heutzutage. Feurio! Ich muss da. Na, das habe ich nicht geschafft. Eine Fernwaffe benutzt, um die Köder zu töten. Hab ich doch. Ich habe eine Fernwaffe benutzt. Achso, ich soll keine Fernwaffe benutzen. Ah, ach so. Mann, das muss man mir doch nicht sagen. Aber wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und ich eindeutig nicht. Schuf Unordnung. Die See erhebt sich, um die Pubs zu fluten und die Laternen zu löschen. Unsere Stadt stirbt. Tupini ist gescheitert. Lucy ist gescheitert.
Brutnell Eliotson. Pearl. Wir alle gingen ins Dunkel. Jetzt ist es an mir. Die Assassinen brachten das Wilde der Natur in unsere Heimat. Menschen wurden zu Monstern, stürzten sich auf uns wie Bestien. Unsere Zivilisation muss diesen Ansturm überstehen. Damit die dunklen Zeiten nicht zurückkehren, fange ich neu an. London wird neu geboren. Und das war die heutige Folge von Assassin's Creed Syndicate. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye bye. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.